Welcome. Benvenuti. Bienvenidos. Hoş geldiniz. Merhaba. Willkommen. Herzlich willkommen zum Thema The Class Library, die Klassenbücherei. Mein Name ist Cora Teske und ich bin Englischlehrerin an einem Gymnasium in Wolfenbüttel. Zunächst erst einmal grundlegende Fragen. Was ist eine Class Library? Das ist eine Klassenbücherei mit unterschiedlichem Lesematerial, mit Lektüren, Zeitschriften, Sachbüchern und anderen Büchern für ganz unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten. Warum sollte ich mir so etwas zulegen? Die Klassenbücherei ist eine langsame Vorbereitung und Gewöhnung an englischsprachige Literatur und der Spaß am Lesen wird damit geweckt. Wie soll ich sowas organisieren? Also in unserer Klasse haben wir ein Buchregal. Da stehen unsere englischen Lektüren drin. Wir haben dann auch noch Regalbretter für die deutschen Bücher. Also wir haben das nicht nur für Englisch. Man kann die Bücher auch in den Klassenschrank stellen, wo man sie dann einschließen kann. Oder es gibt so kleine Kisten, zum Beispiel so kleine IKEA-Kisten. Und da packe ich auch immer meine Lektüren rein und nehme die dann mit in die Klassen. Was ist zu beachten? Die Lektüren sollten den passenden Schwierigkeitsgrad haben. Und das Wichtige ist, dass die am Anfang nicht zu schwer sind, weil die Schüler sollen ja Erfolgserlebnisse haben und sollen das Gefühl haben, Mensch, ich habe schon ein Buch geschafft. Und deswegen ist es ganz gut, wenn da am Anfang auch einfachere Lektüren dabei sind, wo der Schüler sich dann freut, dass er das geschafft hat. Hier ist einmal ein Beispiel für das Regal in unserer Klasse. Da stehen jetzt zum Beispiel in der 5. Klasse einige Bilderbücher auch. Und wenn ich zwischendurch Bücher besonders präsentieren möchte, dann stelle ich das Cover nach vorne, dann werden die schneller genommen. Und hier ist eine Auswahl der Bücher in unserer Class Library in der 5. Klasse. Also wir haben nicht nur das Bücherregal, sondern ich habe dann auch noch Kisten und lege die Bücher dann auch immer noch auf den Tischen aus, sodass sie besonders ansprechend präsentiert werden. Und hier haben wir so eine ganze Mischung von Büchern, zum Beispiel Sleeping Beauty und Rumpelstiltskin. Die sind eigentlich von Klett für die Grundschule konzipiert als Lektüren. Und ich fand, die sind toll in Jahrgang 5 fürs Ankommen der Schüler. Wir haben in der 5. Klasse gleich nach den Herbstferien mit der Klassenbücherei begonnen. Und die Kinder lesen sehr gerne diese Lektüren und sehr viele davon. Und die sind schnell durchgelesen. Und dann sind die Schüler mal ganz stolz, dass sie ein Buch geschafft haben. Wir haben aber auch Dr. Seuss und Eric Carle und andere Bücher, die die Kinder teilweise ja auch auf Deutsch dann schon kennen. Hier ist ein Beispiel für eine Class Library in der 7. Klasse. Ganz unterschiedliche Lektüren, aber auch Sachbücher und Graphic Novels, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Wie kann ich jetzt so eine Klassenbücherei nutzen? Zum einen als Zusatzmaterial für die Schnellen. Ich bin mit einer Aufgabe fertig und kann mir dann etwas zu lesen nehmen. Ich bin fertig mit der Klassenarbeit und die anderen schreiben noch, dann nehme ich mir ein Buch. Dann gibt es dieses Konzept von DEAR, Drop Everything and Read, und das finde ich eigentlich richtig nett, weil in einem amerikanischen Kinderbuch hat die Lehrerin des Hauptcharakters das gemacht und dann haben die Leute, die das gelesen haben, das so toll gefunden, dass sie das dann auch in dem normalen Unterricht integriert haben. Also DEAR ist eine feste und zeitlich begrenzte Phase zum eigenständigen Lesen. Ich mache das sehr häufig, wenn die Schüler sehr hart gearbeitet haben, wenn wir zum Beispiel Grammatik eingeführt und geübt haben und ich dann merke, oh, die sind jetzt ziemlich kaputt, dann sage ich, drop everything and read. Die Schüler legen ihre Materialien auf den Tisch, nehmen sich was zu lesen und lesen einfach für den Spaß am Lesen. Dann kann ich die Klassenbücherei auch für längere Zeiträume zum extensiven Lesen benutzen. Ich kann zum Beispiel sagen, wir lesen in einer Stunde pro Woche. Oder wir haben ein Projekt, wo wir jetzt wirklich mal 2 Wochen intensiv Zeit haben zum extensiven Lesen. Ich kann die Bücher auch verleihen. Ich habe da so ein Ausleihesystem. Muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die Bücher dann auch alle wieder zurückkommen. Und ich kann natürlich die Bücher auch für Projekte unterschiedlichster Art und Weise verwenden.
Ja, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wie lege ich mir denn so eine Klassenbücherei an? Man braucht ja auch so einen gewissen Grundstock an Büchern, damit jeder immer was zu lesen hat und keiner da rumsitzt und sagt, ich habe die schon alle gelesen und nichts mehr zu tun. Also ich kaufe wirklich auch einige Bücher, aber man kann auch die Schüler Bücher anschaffen lassen. Und man kann halt sagen, wir schaffen keine andere Lektüre in diesem Jahr an, dafür etwas für die Klassenbücherei. Und häufig sind die Schüler dann auch damit einverstanden, dass die Bücher hinterher in der Klassenbücherei verbleiben und auch für andere Klassen noch verwendet werden können. Ja, wenn ich jetzt wissen möchte, haben die Schüler die Bücher auch wirklich gelesen, kann ich ihnen so Book Evaluations geben, die sie dann ausfüllen, die ich dann auch sammle und dass ich dann gucken kann, wer hat denn was gelesen. Da sind jetzt hier mal zwei Beispiele für 5. und 6. Klasse und 7. und 8. Klasse. Das ist aber individuell anpassbar. Also es ist immer ganz schön, wenn die Kinder nochmal gucken, was hat mir denn eigentlich gefallen oder was hat mir nicht so gut gefallen, für wen ist das was? Jetzt für 7. und 8. Klasse habe ich auch so ein Summary mit drin. Muss man gucken, ob man das möchte, weil man natürlich immer so ein bisschen aufpassen muss, dass die Schüler dann nicht Ewigkeiten zum Ausfüllen brauchen und die ganze Zeit an diesem Fragebogen sitzen und nicht mehr Zeit haben zum Lesen. Und darum soll es ja eigentlich hauptsächlich gehen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Lesen und vielleicht haben Sie ja Lust, das mal in Ihrer Klasse auszuprobieren.